jetzt wieder hier rum. Aber wir können ja glücklicherweise schnell Reise machen. Also hier ist die andere Mission, die wir spielen wollen. Weil zu den Sachen kann man, glaube ich, keine schnelle Reise machen. Aber wir können wie im letzten Part hier eine Schnellreise hinmachen. Und von da aus fahren wir dann dahin. Weil ich will jetzt mal wieder Leute vernetzen. Hi, ich bin Julian. Ich bin ein bisschen geisteskrank im Kopf. Ich würde ja auch gerne von Watch Dogs 2, von Watch Dogs 1 ein Best of weitermachen. Also ich habe ja noch nicht alle Best of Szenen genommen. Oder auch von Watch Dogs 2 ein Best-of machen. Und nur natürlich sehen, dass das gut ankommt. Oh, da ist unser Auto. Diesmal ist es mal ein älteres Auto. Aber das hat ja auch was. Wenn so ein Auto, wenn das Spiel nicht nur aus neuen Autos besteht. So, da müssen wir hin. Vergesst immer wieder, wie man einen Ego-Angriff macht. Im Auto. Ich glaube, das hat aber der letzte Part auch, aber nur auf der PS4. Weil der ist ja exklusiv nur auf PS4 und nicht auf PS3. Klar, auch in anderen. So, die Crew muss schon längst zurück sein. Wo sind ihr? Oh, oh, oh. Keine Antwort. Ich mache mir Sorgen. Was ist mit Bravo-Tanten? Ich schick ihr, schafft deine Leute da raus und zieh es durch. Aber wir haben zwar die Mission erfüllt, aber ich will trotzdem Leute schmerzen. Sieht aus, als wäre das Bratwurst-Shooting gescheitert. Sackgasse? Vielleicht nicht. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. Da geht noch was. Aber lass dich dabei nicht umbringen, wenn es geht. Ich töte euch alle. Ich habe den Hund nicht getötet. Was gibt's hier noch? Ihr seid Kriminelle! Ich werde euch alle aufstehen. Okay, wir haben noch. Also. Du bist ein Vorfall bei ein paar Tagen der Tod. Und nein! Viel Wirbel
krank. Wie hätte ich das denn schaffen sollen? Egal, wir haben die Mission trotzdem geschafft. Echt, ey. Und das Lustige ist ja, wir haben ja die Mission trotzdem geschafft. Aber das Lustige ist... Das Lustige ist ja, wir haben die Mission trotzdem geschafft. Aber... Okay, lustig. Liegt aber anscheinend noch Geld. Alles ist nicht mehr da. Die Drohne ist so richtig geil, ich feiere die Drohne einfach enorm. Brüstenname öffnen. Achso, warte. Man kann ja nichts mitnehmen, oder? Nein. Wenn der Jumper noch nicht so hoch springen kann, kann man ja zum Beispiel auch hier den Weg nehmen. Hier so. Nein! Weil der Kukio kommt da nicht hoch. Aber ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich bin clever. Hat meine Kommentare, Julian ist clever. Und geisteskrank. Ein cleverer Geisteskranke. Weil es auch so hier reinkommt und das mitnehmen kann. Geil, gell? Aber jetzt rauskommen, kommt man jetzt, indem man einfach weggeht und dann die Sachen wieder zurückholt. Okay, da würde ich sagen, wir gucken hier nochmal in Forschung rein. Und wir müssen jetzt einige Punkte eigentlich erreicht haben. Ich bin ja hier für Auto hacken. Für Nitro zum Beispiel können wir jetzt machen. Klingt eigentlich ganz geil. Wir haben 15 Punkte von denen. Echt so viele? Ist ja cool. Dann können wir hier sammeln, mehr Deadside Follower, um die Welt zu hacken, den elektrischen Schlösser von Autos, anstatt sie zu knacken. Hört sich auch sinnvoll an. Und wir haben jetzt immer noch welche, gell? Ja. Dann gehen wir natürlich hier auf das nicht. Erzeuge eine Ablenkung für Roboter. Indem du L1 gedrückt hältst und gedrückt für weitere. Ich möchte keine Menschen umbringen, nein. Wo ist denn das andere? Gyrocopter-Scheiß. Rüste den mit verbesserten Scan-Optionen. Das ist natürlich der verbesserte Scan-Optionen. Ja, ich will sagen, wir machen hier die erstmal voll, wie das da ist. Wenn du jemand anderes markierst, halte L1 gedrückt und Trommelholz mit einem Rang zusammen, um ein Ziel, das wird sehen. Ah, und das ist eigentlich auch ganz gut. Dann haben wir hier, markiere automatisch die Profile von Leuten und dicken Bankkonten in der Nähe, okay. Zeige die gleichzeitige Ablenkung für einen deiner Nähe, aha. Schenk den Ressourcenkosten, wenn du einzelne Personen hackst. Eine falsche Fahndung für Ziel. Hier guckt es doch scheiße, gib eine falsche Fahndung heraus und übertrage ihre Position. Und dann kommt die Polizei und verhaftet diese Zielperson. Ist doch scheiße. Und hier, das ist? Achso, das sind so Bomben und so.
Hier, das kann man mal auskillen. Hier, was passiert hier? Wird es auch größer, gell? Ja. Okay, dann gehen wir weiter und probieren mal unsere neue gehackte Funktion aus. Wenn hier ein Auto rumstehen würde. Da vorne steht ein Auto. Ne, aber das Pferd ist, oder? Da ist ein Besitzer drin. Aber ich hab sie nicht gesehen. Kann ich jetzt einfach eintreten? Ja, nice! Weißt du, was auch geil ist? Wir müssen mal hier aufs Auto achten. Hier sind Laubblätter drauf. Die jetzt auch wegwehen, wenn du weiterfährst. Ey, guck dir diese kranke Grafik so. Also, that's Hack Mission. So, der letzte Dollar, da haben wir schon eine Nebenmission gemacht. Ach so, das war diese Mission. Das ist die Mission hier, haben wir natürlich Online-Missionen. Aber die laufen bei mir im Moment nicht so gut. Wir machen aber natürlich hier, wo ist denn die Leitung noch so? Achso, das stimmt, wir spielen ja noch Stadtmitglade. Ich würde sagen, ich mach kurz mal eine Pause, um was nachzuschauen, dann geht's sofort weiter. Also ihr macht, kriegt keine Pause, obwohl es ist Akku alt. Okay, ich lade mal kurz mein Handy auf. Haben jetzt gerade eine kleine Pause gemacht, ein bisschen YouTube geschaut. Ja, Videos bearbeitet, die wahrscheinlich gekommen werden. Nein, Spaß. Wir fahren jetzt zur neuen nächsten Mission. Und hier waren wir ja schon mal. Das seht ihr dann im dritten Part, wenn ihr hier ein bisschen da, also hier, was es da drin alles gibt. So geil mit der Tonhöhe. Vor allem, weil sie halt nicht kaputt gehen kann wie im echten Leben. Stadtsec-Mitglieder. Was? Wo? Ich habe ein Münztelefon mit angebrachter Hardware entdeckt. Es hat gerade geklingelt und am anderen Ende war eine Tonbandnachricht. Es wurden Namen genannt. Stanley L. irgendwas. Sleek Streak. Nabil Azari? Awazi. Ja, ich kenne Sleek. Verdammt. Das ist gefährlich. Wir müssen das schnell beenden. Hat jemand eine Idee? Kassieren wir die Hardware ein? Nein, lass sie fürs Erste. Ich kann die Gegenseite des Anrufs mit einem Man-in-the-Middle-Angriff aufspüren, aber je mehr Deckung wir haben, desto besser. Ja, mal sehen, ob ich noch mehr gehackte Telefone finde. Also, das ist nicht ein Schritt ohne Scheiß, ich schneide das jetzt raus, was krass ist. Ihr seid noch nett, gell? Verpasst. Es ist niemand hier. Vielleicht gab's nie einen Deal. Nein, sieht aus, als wäre was schiefgelaufen. Das ist ein Tatort. Ich schau mir das mal an.
komme ich dann da hoch? Das ist doch scheiße. Aha. Definitiv ein Update kommen, um da dran zu kommen. Wo kommt der hier irgendwo hoch? Ich habe keine Ahnung. Okay, können wir jetzt nicht machen. Aber wir können hier hin, zum Tatort. Soweit ich aber weiß, war das ja das mit dem Menschenschmuggeln, gell? Boah, ihr werdet sowas von sterben. Komm ich schon da dran? Oh, also die können wir eigentlich auch. Nach Wahlen. So sollte man in Tief tauchen. Die Mission kann echt scheiße sein. Okay. Leute, ich höre den 52-Hertz-Wahl. Okay. Moment, mal sehen, ob ich die Quelle hacken kann. Wir warten. Ja, der 52-Hertz-Wahl. Ich bräuchte etwas Kontext. 52 Hertz ist der einsamste Wal der Welt. Er ruft sein ganzes Leben nach Artgenossen, aber die können ihn nicht hören, weil seine Stimmbänder kaputt sind oder so. Danke, dass du mir den Tag versaut hast, Wrench. Hör zu, das 52-Hertz-Lied hat die NSA bei ihrem allerersten Honeypot verwendet. Es war ein Rätsel, um Oldschool-Hacker zu kriegen. Sie haben es gelöst und wurden eingesperrt? Rekrutiert. Unter Haftandrohung. Und jetzt sendet jemand es wieder. Ich hab das Signal geortet. Dann lässt du verdammt nochmal die Finger davon, klar? Keine Chance. 52 Hertz ist Hackergeschichte. Ich muss dem Ruf folgen. Dem erbärmlichen, tragischen, verzerrten Wahlruf. Wrench, ich verpasse dir gleich eine. Nur zu. Wieso fährt das eine Frau? Oh, schätze dich. Du schützt jetzt die Frau. Pass auf, wenn du die überfährst, ey, du Spaß. Du wirst jetzt schon sterben. Ey, nee, der hat die überfahren. Guck mal, wie krass.
Alter. So, okay, wir können jetzt hier helfen. Der befährt die einfach, juckt den einfach nicht und der fährt weiter, ne? So. Was sollen wir jetzt hier hacken? Ich sehe gar nichts. Hey, Dicker. Ich verstehe nicht, da hacken. Ja, aber wo können wir hier rein? Wow, ach du Scheiße! Wenn ein Zivilist ruft, würde in Melden gelten. Mission. Bis hier hinten. Vielleicht treffen wir in diesem Part Aiden Pierce. Wer nicht weiß, wer Aiden ist. Stand gerade Aiden Pierce warnen. Aiden Pierce ist der Hauptcharakter aus dem ersten Teil. Der mit dem Kittel. Das ist cool. Das
Das ist richtig cool. Was jetzt geil wäre, wenn sie jetzt noch berechnet hätten, also wenn man jetzt Watch Dogs 1 gespielt hat, dass man dann gucken würde, war Aiden Pierce da der Gute oder der Böse, weil man konnte da so zwischen Held und der Bösewicht ändern. Und wenn dann, wenn man jetzt dieses Spiel spielt und früher dann der Bösewicht war, also der schlecht war, dass der dann Aiden Pierce so richtig böse ist, und wenn man, wenn der Aiden Pierce richtig gut ist, dass Aiden Pierce dann richtig gut war, weil das haben sie ja hier leider jetzt nicht gemacht, dass man jetzt Menschen helfen kann oder Menschen nicht helfen kann. Also ja, ich könnte euch ja die alten Folgen von mir anschauen. Müssen wir hier wahrscheinlich durch den Tunnel, aber ich guck mal, was die Polizei macht. Polizisten kommen. Wir setzen nun mal unseren Roboter hier ein. Thank you.
denn das? Hier unten runter. Wo komme ich runter? Ich reagiere mich nicht ab. Nein! Ich möchte aber trotzdem runterkommen. Jetzt verstanden mit der Leitung. Bitte das Video. Hier kommt man dann so runter. Das war ja hier. Wir haben es zwar gefunden, aber wie komme ich jetzt davon als Mensch hin? Uns wird nach. Und es ist so, es macht es. Das, allein das macht schon Spaß. Will ich hier eine Leiche? Was soll das denn? Jetzt kommt was Geiles. Pierce hat sich wohl ziemlich in die Scheiße geritten. Dann quatsch keine Opal und hilf ihm. Das ist Aiden, Pierce. Pierce, Aiden, keine Daten, Einkommen, Fieber. Alter, verzieh mich! Thank you.
Pierce hat einen Stromausfall versucht. Yeah. Geil. Geil. Oh, guck mal, was da liegt. Ah. So. Hier ging's runter. Erstmal werden hier alle wie weggeschnetzelt. Wir haben jetzt eine neue coole Waffe. Aber ich würde sagen, mit dem coolen Ende, dass Aiden Pierce in Watch Dogs 2 vorhanden ist, beenden wir den Part. Das regnet sowieso gerade. Also von daher, ich bin mir mal eins abfahren. Aiden Pierce lebt also und ist gerade auf Wetten, wir müssen jetzt nach Alcatraz. Ja, okay, gleich, wenn ich hier aus dem Gebiet entkommen bin. Und wurde festgenommen. Wir nehmen gerade zur Flucht beigeholfen. Leute, ich war in einem Tag-Team mit Aiden Pierce. Du verarschst mich. Nein, er war es definitiv. Der Fuchs. Hast du ein Foto gemacht? Nein, sonst ist er noch hinter mir her. Der Mann ist absolut furchterregend. Bekämpft die Mafia, Straßengangs. Hat allein einen Menschenhändlerring ausgehoben. Hast du nicht was von Tag-Team gesagt? Hey, ohne mich wäre er jetzt tot. Aha. Was? Nein, im Ernst. Hab seinen Arsch gerettet. Wir haben gerade Aiden Pierce getroffen, Leute. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part.